Was ist eine Gewerbeerlaubnis und wofür brauche ich sie? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Grundsätzlich gibt es in Deutschland eine sogenannte Gewerbefreiheit. Das heißt, dass du dich mit vielen Gewerben selbstständig machen kannst, ohne dafür eine Gewerbeerlaubnis zu benötigen. Allerdings gilt das nicht für alle Gewerbe und es gibt einige Ausnahmen, bei denen du auf jeden Fall eine Gewerbeerlaubnis brauchst. In der Regel brauchst du in unserem Land nur eine Gewerbeanzeige. Doch wie schon gesagt, es gibt auch einige Ausnahmen. Welche Gewerbe davon betroffen sind, geht aus dem § 34 der Gewerbeordnung hervor. Welchen Zweck hat eine Gewerbeerlaubnis? Die Gewerbeerlaubnis soll keine bürokratische Schikane darstellen. Sie soll einfach nur den Zweck erfüllen, dass damit deine besonderen Qualifikationen, aber auch deine persönlichen und räumlichen Eignungen nachgewiesen werden, um ein spezielles Gewerbe auszuüben. Meldest du dein Gewerbe an, musst du deiner Gewerbeanmeldung deine Gewerbeerlaubnis beifügen. Ich will hierzu mal ein kleines Beispiel geben. Du betreibst als Selbstständiger schon seit einigen Jahren einen Reparaturservice für Spielautomaten. Für die Ausübung dieser Tätigkeit hast du ganz normal ein Gewerbe angemeldet. Nun aber willst du einen Spielsalon mit eben genau solchen Automaten eröffnen und jetzt kommt der Haken. Dafür brauchst du eine Gewerbeerlaubnis. In § 33c der Gewerbeordnung ist nämlich vorgeschrieben, dass du für das Betreiben einer Spielhalle oder das Ausstellen von einem Spielautomaten mit einer Gewinnmöglichkeit eine Genehmigung und eben genau diese Gewerbeerlaubnis brauchst. Neben diesem Beispiel gibt es noch einige andere gewerbliche Tätigkeiten, für deren Ausübung du ebenfalls eine Gewerbeerlaubnis brauchst. Welche Anforderungen für eine Gewerbeerlaubnis gibt es? Es gibt in diesen Branchen, in denen du eine Gewerbeerlaubnis brauchst, bestimmte Anforderungen und Voraussetzungen, welche du für den Erhalt dieser Erlaubnis erfüllen musst. Diese können je nach Branche extrem unterschiedlich sein. Grundsätzlich kannst du diese Anforderungen oder Voraussetzungen aber in drei Kategorien einteilen. Kategorie 1. Fachliche Voraussetzungen. Je nach geforderter Qualifikation kann hier beispielsweise eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder ein Studium als Nachweis dienen. Kategorie 2. Sachliche Voraussetzungen. In diesem Punkt musst du beispielsweise den Nachweis erbringen, dass du in einem ordnungsgemäßen Zustand gewerbliche Räume zur Verfügung hast. Überdies musst du einen Nachweis über deine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einbringen. In der Regel musst du dazu eine Schufa-Auskunft vorlegen. Kategorie 3. Persönliche Zuverlässigkeit. Dies ist für deine Gewerbeerlaubnis ein ganz wichtiger Punkt. Der Nachweis über deine Zuverlässigkeit musst du mit einem polizeilichen Führungszeugnis, einem Auszug aus dem Gewerbezentralregister und einer Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt erbringen. Wie musst du die Gewerbeerlaubnis beantragen? Die Beantragung einer Gewerbeerlaubnis ist im Normalfall ziemlich einfach. Wichtig ist nur, dass du dir ausreichend Zeit dafür nimmst. Du kannst den Antrag auf die Erteilung einer Gewerbeerlaubnis entweder persönlich oder auch schriftlich stellen. Für die Antragserstellung ist immer die zuständige Behörde verantwortlich. Dort kannst du dir übrigens auch das notwendige Formular für die Beantragung besorgen. Möchtest du das Ganze schriftlich machen, kannst du in der Regel das Formular auf der Webseite der zuständigen Behörde herunterladen. Du findest dort auch den Hinweis, welche Unterlagen du für die Erteilung der Gewerbeerlaubnis einreichen musst. Was kostet die Beantragung? Hier darfst du dich nicht wundern. Eine normale Gewerbeanmeldung kostet je nach zuständiger Gemeinde zwischen 15 und 65 Euro. Doch eine Gewerbeerlaubnis kann dich unter Umständen einiges mehr kosten. Einen pauschalen Preis kann ich dir an der Stelle leider nicht wirklich nennen. Das liegt ganz daran, um wie viele Tätigkeiten es sich handelt, welchen Umfang diese Tätigkeiten haben und in welcher Region du den Antrag deiner Gewerbeerlaubnis stellst. Was natürlich auch extrem wichtig und auch essentiell ist für deine zukünftige Selbstständigkeit, ist eine gute Buchhaltung. Mit unserer Buchhaltungssoftware Savdesk kannst du ganz einfach Rechnungen und Angebote schreiben und noch vieles mehr. Du kannst Savdesk für 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du hier oben oder auch in der Videobeschreibung. Frühzeitig Informationen einholen. Bereits vor deiner Gründung sollst du dich informieren, ob es sich bei deiner Tätigkeit um eine Tätigkeit handelt, für die du eine Gewerbeerlaubnis brauchst. Falls du diese brauchst, musst du frühzeitig alle benötigten Bescheinigungen beantragen. Das musst du tun, weil du die Gewerbeerlaubnis bei der Anmeldung deines Gewerbes vorlegen musst. Kannst du eben diese Gewerbeerlaubnis nicht vorlegen, darfst du dein Gewerbe nicht anmelden. Gleichzeitig möchte ich dir empfehlen, dich auch frühzeitig über die Anforderungen bzw. die Voraussetzungen für die Erteilung einer Gewerbeerlaubnis zu informieren. Denn schließlich möchtest du dich vor unangenehmen Überraschungen schützen und du möchtest natürlich auch dein Gewerbe so schnell wie möglich anmelden. Wenn du noch mehr Informationen über das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum haben möchtest, findest du hier links und rechts noch weitere Videos von uns und schreib uns in die Kommentare, zu welchem Thema wir ein neues Video produzieren sollen. Bis zum nächsten Mal.